Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder, heute mit Jay, Chris. Guten Tag. Hallo Leute. Und Seras. Servus. Und ihr seht schon an den Fahrzeugen, wir fahren heute mal das 6-0 Deutschland Deck. Das ist momentan zumindest bei unseren Streams immer sehr beliebt. Und ich bin gespannt, also das, was früher das 5-3er-Deck war, in Anführungszeichen, könnte man jetzt sagen, ist das 6-0er-Deck, nur sind die Tiger da halt vollkommen deplatziert. Aber die Panther gehen halt immer. Deswegen drei Panther im Deck, A, F und G. Dazu noch der 470 und die 109, das ist so das Kerngerüst, wobei man nie alle drei Panther fährt, ich zumindest nicht. Wo bist du hin? C oder außen? Wir sind schnell. Wir könnten sogar nach außen noch fahren. Ja, jetzt fahre ich den C. Too light. Jetzt zieht er mir vorbei. Ich wollte gerade sagen, also schnell genug sind wir. Na gut, dann fahren Siehst wir mal Siehst du hin. Die Tarnung, die ich drauf habe? Ja. Also diese graue. Ja. Das ist eigentlich das Panzergrau, was alle deutschen Panzer haben sollten. Ich finde es echt schade, dass sie dieses helle Grau haben. Stimmt, die haben eine Lizenz drauf oder so. Nee, sie haben gesagt, das Panzer wäre zu schwer zu spotten. Aber dann bringen sie diese Custom-Tarnung rein, weißt du? Clever. Oder dann bringen sie so eine Tarnung, die sehr dunkel ist bei den Sowjets rein. Ja. Panzer, die halt wirklich aussieht wie ein Wrack. Also. Psst. Gretchen macht alles richtig. Macht nie Fehler. Ich würde gerne jetzt nächste Content Creator Tier Gaijin. Dankeschön. Sehr schön. Habe ich dich doch gesehen. Ich höre noch was in die Richtung. Okay. Jo. Ja. Aua. Den Tiger hat es ganz schön zerrissen neben mir. So. Den muss ich ein Stückchen weiter wegschieben. Das gefällt mir nicht. Au. Ich habe von links reingekriegt. Ja. Von wo? Hast du es gesehen? Nee. Muss aber hier gewesen sein. Ja. Hier hinten oh, steht außen. Ein Object 120. Nee, kann nicht sein. Heavy. Das wäre, nee. Was sah so aus? Es war ein Heavy, der markiert war. Dürfte ein IS sein. Ja, dann war es ein IS-2 vermutlich. Das ist jetzt aber nicht gut. Versuch hier außen rum zu fahren, also wirklich hier. Oh, bitte, ja, lass ich mich komm das jetzt überleben. Auch noch außen. Lass mich das überleben. So. Oh, Alter. Es hätte nicht knapper sein können. Hier vor mir ist irgendwo oh, ein Gegner Kacke. In die Richtung. Hier ist ein BMP. Hier ist noch hier einer. Hier kommt einer. Moment, es ist jetzt schwierig. Kraftstofftank. Alter. Ja, ich versuche gerade euch beiden so ein bisschen zu unterstützen, aber ich kann mich nicht zweiteilen. 2 ist 1 habe ich hier. Okay, ich fahr mal in deine Richtung. Bin raus. Da kommt ein SU 85 alias 100, Alter. Ein T-35 84 und noch irgendwas. Aus was bestehen diese 2S1? Stalinium auch, oder was? Ja, klar. Plastik. Krass, ey, der hat 4 Schüsse vom Panther ausgehalten, die waren jetzt nicht komplett scheiße. Ja, 2 davon schon, aber... Komm mit der 335, falls ihr Luftunterstützung braucht. Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Also hinter dem Gebäude müssen, glaube ich, 2 stehen. Soll ich Bomben reinschmeißen? Ja, mach mal. Ja, da kommt bekanntlich ein Flieger auf euch zu, Achtung. Merk's, aber. Soll ich den Flieger machen? Ist mir egal. So, sag an, wo? Hier hinter diesem Gebäude an dem Fluss müssen 2 stehen. Ja, komm grad links. Ich hoffe, ist markiert. Ich habe nur eine Markierung hingekriegt. Natürlich sitzt der Flieger jetzt direkt hinter mir. Alter, mein Glück mit Kass momentan. Versucht ihr jetzt zum Fahren. Arschlecken. Der weiß, wo ich bin. Ah, so, jetzt habe ich seine Kette. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Natürlich habe ich direkt 2 am Arsch. Shit. Ach, komm.
Nein. Na gut, ich wollte dir das Deck zeigen. Ich will dir nicht nur ein Fahrzeug zeigen. Also in Zukunft werde ich wieder meine Standardreihenfolge für Bomber machen. Erst Flugzeuge killen, dann Bodenziele. Du hast ja gar keinen gekillt hier am Boden. Boom, roasted. So, was könnte man als nächstes nehmen? 109, das passt doch. Alter, ich treffe mit den deutschen 37ern einfach gar nicht. Diese Kacke. Ich weiß auch nicht, warum ich die Ostwind hier wieder im Deck habe. Ich soll echt einfach die Wirbelwind da reinstecken und gut ist. Ja, ich kenne dieses Problem nur zu gut. Alle, die mit drauf sind, irgendwas reißen, die haben was an. Alle. Lol, was getroffen, und zwar durch Bäume durch. Ich hab was an. Nee, also ich mag die nicht. Ich finde die auch als TD nicht gut. Nö, sind sie auch nicht. Den fehlt halt einfach ihre Subkalibergranate. Das Sub steht für Super übrigens, ne? Superkaliber. Ja. Nein. Erklärung, Deutschland hat das. Die waren so selten in Deutschland, die Granaten, dass nicht jedes Flakfahrzeug sie bekommen hat. Auch Gaijin, nicht jedes russische Flakfahrzeug hat die APDS, jedes russische Flakfahrzeug im Game hat's. Easy. Mhm. Alles gesicherte Quellen. Ja, ja. Naja, ich finde, die sollten auch ihre Annäherungszündergranaten bekommen. Und die Self-Homing-Smartgun-Granaten. Ja. Wo sind denn jetzt die Leute hier, die mich gerade gekillt haben, hin? Scheiße. Aber wieder diese Nebelscheiße, die hat man vorhin schon mal noch. Die aufgeregt. Hast du so häufig in letzter Zeit und ich frag mich warum. Okay, der. Also es sieht nicht besonders gut aus, finde ich. Nee. Das kannst du vielleicht bei einem Ego-Shooter machen, aber hier finde ich es schwierig. Oh Scheiße. Scheibenkleister heißt das, mein Freund. Ja, nicht schmeiß Arti auf den. Ja, werf ruhig Arti. Das ist nicht nur der, das ist auch noch ein Gegner. Hier ist zwei, was glaube ich auch, oder? Ein Bekan. Der Bekan hat dieses Oh-Scheiße aus mir rausgelockt. Okay. Rechts zu mir ist ein Gegner. Er weiß natürlich, wo ich bin. Ich glaube, es hackt. Ja, ich kann auch mit dem Flugzeug kommen, noch 4 Kilometer raus. Ach komm, er kriegt sofort meinen Geschützverschluss, ne? Wohin soll ich die Bombe legen? LOL! Nein! Ich hätte gerade noch deinen Killer fast gekillt. Ich habe eine Tausender, ne? Ich weiß nicht, ob ich die da hinlegen sollte. Leg die einfach bei mir hier ums Eck. Okay. So, ich habe jetzt einen latenten Hass gegen Flieger. Ich werde jetzt hier das Flugzeug abschießen. Ah, leider nicht. Nee, er ist dann auf die andere Seite gefahren. Ja, das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, wo der ist, weil ich habe hier so viel Smoke gemacht und ich stehe anscheinend vor irgendeiner Mauer. Wo bist du denn gerade? Du wirst mir gerade keine Zeit durch Distanz. Ich werde tot sein jetzt. Lass mal markieren. Aua. Vor was bin ich denn kaputt gefahren? Bin dann irgendwas dran gefahren und konnte nicht mehr weiterfahren. Na komm, dann mach ich jetzt auch mal eine Runde Kass. So ein Mist. Aber ich bin aber noch erst im Team, ist doch schön. Ah, sehr schön, ich kann wieder zoomen. Die haben eine Flak und die schießt natürlich direkt auf mich. Ich sehe da unten, ja, der schießt sie auf mich. Der Bekan sitzt hier. Kann nicht mehr fahren. Jetzt erstmal meinen Killer killen, glaube ich. Aber du kriegst sowas wie eine Bekan von oben einfach nicht kaputt, habe ich das Gefühl. Nee, Spawnliner. Besser muss, ja. Aber dich kriege ich kaputt. Wo ist denn die Bekan? Neben dem, den ich gerade gekillt habe. Da schießt noch. Und zwar genau. Hä, wo ist sie denn jetzt? Hier. Nö, will ich nix. Hier.
Du hast gesehen, wo ich hingeschossen habe, oder? Ja. Raus. Sehr gut, hier ist noch irgendwo einer. Ja, was ist denn jetzt mit der Bekan? Ist jetzt tot oder nicht? Nein, die steht da immer noch. Die kriege ich von oben nicht kaputt. Schmeiß ich da jetzt eine Bombe drauf? Die geht einfach nicht. Okay, sie ist raus. 30er. Warte mal, du hast gerade einfach mit der 30er einmal reingeschossen. Ja. Ah, die flackert. Alter, leck mich doch. Die flackert, Spawnshots. Wo ist die? Welche ist das? Die da noch rumsteht, die einzige. Ich sehe keine. Ich weiß nicht wo. Kannst du es mal sehen? Ich sehe sie jetzt auch nicht mehr. Grob. Hier? So ungefähr, ja. Zum Kollegen helfen gehen. Hier muss ein Gegner sein irgendwo. War das die? Ah, da ist er. Das war die. Diese Monstrosität von Flak. Motor. Gelb und orange und rot. Ich krieg die Kotze. So, wo ist der jetzt? Warum da? Nur um mich aufzuwecken. Achso, hi. Mach ihn kaputt. Alter, leider nicht. Hast du ihm was kaputt gemacht? Nur ein Treffer. Ich habe ihm sein 50 Cal orange geschossen. Nice. Der wird sich richtig ärgern, der Dude. Steht der da noch? Ja. Toll, ich sehe die Landebahn. Ich sollte da nicht eigentlich so Nebelpositionsleuchten sein oder sowas? Warum schießt eigentlich meine zweite Kanone nicht? Warum? Hä? Ich sehe ihn leider nicht. Warum funktionieren meine 30er nicht? Wo ist der denn? Hast du die jetzt abgewählt oder was? Wer, ich? Ja, du. Oder hast du sie kaputt geschossen? Das ist eine gute Frage. Wenn du schießt, dürfte da stehen, dass... Oder steht links oben bei der Bewaffnung 20er? Ja. Ne, die sind ausgewählt. Hä? Hey, was heißt denn hier ausgewählt? Die haben nichts ausgewählt. So. Du solltest echt aufhören, nach der Einstellung rumzuschrauben. Ich hab doch vorhin meine alten geladen. Naja, es war in deiner Kanone so ein komischer Pfeil. Ich bin echt... Ja, genau. Bei den Oberen. Genau, die ist dann ausgewählt. Ja, aber ich habe nichts ausgewählt. Ja, aber wenn du an den Einstellungen rumschraubst, hast du eine Standardmarkierung für die erste Bewaffnung oft drin. Und das ist jetzt leider die. Ich schieße die ganze Zeit nur mit den 20ern. Ja, das ist als die kleinen Kanonen sind halt ausgewählt. Aber ich habe doch auch Tasten für die großen und die funktionieren nicht. Hast du denn jetzt eine Taste belegt, um durchzuschalten? Ich weiß nicht, wie die heißt. Habe ich gerade geguckt, habe es nicht gesehen. Ich schieße die ganze Zeit nur mit dem kleinen Mist rum. Oh, Alter. Dann habe ich übrigens den Bandwagen mit der kleinen gekillt, wollte ich nochmal anmerken. Ne? Ja, ich habe auch mit 20ern geschossen, hat ihn nicht interessiert. Autsch, autsch, autsch. So, also was ist denn hier mit meiner Steuerung komplett? Also Banane? Bei B campen zwei, bei C. Stehen hier rum. Egal. Tiger habe ich gehört, soll gut sein. Ich habe jetzt gerade eine neue Bombe geholt, bin jetzt wieder unterwegs. Ich guck nach der Runde, nach der Waffenauswahl für dich. Ich will keine Waffenauswahl haben, ich will einfach meine Kanonen gleichzeitig abfeuern. Ja, dann hättest du da nicht rumspielen dürfen. Ich habe sie geladen, Lukas, meine Alte. Die hat wundervoll funktioniert. Nur so als Zusatzinfo, liebe Zuschauer, wir haben schon den ganzen Aufnahmetag, haben wir lustige Sachen mit Polizers Steuerung. Das ist ein bisschen nervig mittlerweile, also... Weil meine Steuerung komplett im Arsch war, habe ich halt die geladen, die funktioniert hat von Anfang des, in der Mitte des letzten Jahres. Und jetzt funktioniert die auch nicht mehr. Warst du seitdem einiges umgestellt? Alter, okay. Nee, eigentlich nicht. Fahr da nicht rein, wer auch immer der Heavy gerade ist, fahr da nicht rein, da stehen drei Panzer. Fahr ich rein. Warte, ich... Fliegt der jetzt von oben mal drüber? Ich sehe ja nichts in dem Nebel. Ich stehe 3485 und zwei IS-Panzer. Easy, kill ich alle.
Direkt unter dir, links neben dem Gebäude jetzt, Jan. Okay. Warte, ich gehe mal zu Thorsten. Wo ist er? Wo ist er? Rechts von mir steht straight. Hier? Gebäude geneckt durch hinter dem Gebäude, was direkt vor dir ist. Da steht der T-34 hinter. Hast du mir sehen? Nee. Also Thorsten meine ich. Der hat rausgeguckt. Ach, der ist er. Nein, den, das ist die ES. Jetzt, da kommt der T-34. Ja. Wie gesagt, ich der IS, 2 Grad weiter nach links, da stand der IS, genau. Rechts kommt auch gleich ein Panzer. Ich weiß. Smoke doch und fahr rückwärts. Ich kann nicht fahren. Achso. Kommt gleich raus. Alter. Ist die Kanone nicht kaputt? Nicht mal ansatzweise. Lol. Es ist ein Witz. Also sorry, also was ist das denn mit bitte? Mit der 8-8er kein Rohr kaputt schießen, seitlich, I doubt it. Also es... Gut, da muss der Panzerkiller halt ran, ne? Die wollten's so. Hätten sie mich nicht aufbringen dürfen gegen sich. Jetzt musst du aber auch delivern, ne? Jetzt muss ich auch deliveren, ja. Und tot, nein, Spaß. Also du hast dann halt jetzt 2 IS-2, einen rechts und einen links von dem Gebäudekomplex. Wir warten jetzt einfach, bis die Punkte wechseln, dann haben wir gewonnen. So. Nee, ich will die haben. Die Schweine. Ja, man muss halt aufpassen, ne? Der 470 wird frontal in der Frontplatte auch von der 122er einfach wie Butter durchschlagen. Keine Chance. Man sieht halt nichts, aber die sehen halt... Warte mal, steht der da nicht rechts vor dir? Werde ich gleich merken. Oder ist das ein Busch? Ich sehe nichts. Nee, das ist ein Busch. Das mit der Kanone gerade hält echt ein Witz. Naja. Stempeln wir es aus. Ab unter. Eins tot, steht rechts von dir. Ja, gut. Da steht aber noch der andere. Die Schützenhilfe für Noobs. Nein, ich wollte doch noch mitspielen. Wow, und jetzt ist der Baum umgefallen und ich kann ihn nicht mehr beschießen. Geil, aber nach der Runde holen wir uns noch. Aber wobei, ey. Das war eine lange Runde. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich gehe jetzt nach meiner Steuerung gucken. Hoffe, ich krieg's wieder hin. Ja, 6-0er Deck ist okay, aber auch nicht mehr so. Geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.